Herzlich willkommen zu meiner Einführung in Verfahren und Techniken von Strategieprozessen. Ich möchte den Zuhörern gerne Vorgehensweisen, Methoden und Instrumente vorstellen, so wie sie bei der Strategieentwicklung in der industriellen Praxis Anwendung finden. Die Inhalte dieser Präsentation sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen. Für eine systematische Strategieentwicklung, beispielsweise im Rahmen der Geschäftsplanung von Unternehmen oder in Strategieprojekten, ist die Anwendung eines wohlstrukturierten Strategieprozesses unverzichtbar, denn ein definierter Strategieprozess gibt die einzelnen Schritte bei der Strategieanalyse, der Strategieentwicklung und der Strategieumsetzung sowie die zu erzielenden Ergebnisse im Detail vor. Ein effizienter Strategieprozess enthält daneben aber auch geeignete Methoden, Instrumente und Tools. Damit wird letztlich die Entwicklung von strategischen Maßnahmen gewährleistet, die optimal auf die Situation des Unternehmens und das Markt- und Wettbewerbsumfeld ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird schließlich auch die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen zur besseren Erreichung der strategischen Unternehmensziele unterstützt. In der folgenden Präsentation werde ich einige wichtige Aspekte von Strategieprozessen vorstellen, zum Beispiel: Wie lässt sich der Prozess der Strategieplanung möglichst effizient organisieren? Mit welchen Methoden lässt sich bestimmen, wie mein Unternehmen am Markt positioniert ist? Wie werden verschiedene strategische Optionen entwickelt und bewertet? Welche Tools und Instrumente kommen hierbei zur Anwendung? Und wie wird die Umsetzung strategischer Maßnahmen am besten gewährleistet? Kurz gefasst kann man sagen, dass im Rahmen von Strategieentwicklungsprozessen zum einen die strategische Positionierung des Unternehmens im Markt bestimmt und zum anderen verschiedene Alternativen für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit formuliert werden. Ein gut strukturierter Strategieprozess besteht deshalb in der Regel aus drei Kernelementen, nämlich Analyse, Strategiebildung und Strategieumsetzung. Zur Analyse: Am Beginn der Strategieplanung und Entwicklung steht eine genaue Untersuchung der strategischen Ausgangssituation. Ziel der Analyse ist die systematische Sammlung und Aufbereitung aller Informationen, die für strategische Entscheidungen erforderlich sind. Dabei wird sowohl das Unternehmen selbst in seinen verschiedensten Facetten unter die Lupe genommen, also seine Stärken und Schwächen beispielsweise in Bezug auf Prozesse, Mitarbeiter, Kompetenzen, Portfolio, Marktbearbeitung etc., als auch das relevante Unternehmensumfeld, also Kunden, Märkte, Konkurrenz, relevante Gesetze und Vorschriften, Technologien und so weiter. Zur Strategiebildung: Hier werden aus einer Vision oder einem Unternehmensleitbild zunächst eine als wünschenswert angesehene strategische Erfolgsposition definiert und entsprechende Markt- und Geschäftsfeldstrategien entwickelt. Im nächsten Schritt werden adäquate strategische Ziele auf Basis definierter Messgrößen gesetzt, eventuell auch bereits zugehörige operative Ziele abgeleitet. Zur Umsetzung: In diesem Schritt werden konkrete Maßnahmen zur Realisierung der Strategien geplant. Das heißt, Aufgaben mitsamt Verantwortlichkeiten, beteiligten Stellen, Kapazitäten, Tools und Instrumenten, Terminen, Prioritäten etc. festgelegt. Wobei für eine erfolgreiche Strategieumsetzung sich besonders Methoden des Projektmanagements bewährt haben. Vor allem Projektplanung und Organisation, aber auch Machbarkeitsprüfungen und Risikoanalysen.